So, meine Lieben, es geht los. Eigentlich sollte der Container erst heute um 9 Uhr losfahren. Aber er ist da gleich. Das ist die Vorhut, die Möbelpacker. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Ja, ich zeige euch jetzt auch mal hier drin. Also auf diesen dünnen Matten schlafen wir seit 2 Monaten unter dem Moskitonetz. Das natürlich dann aufgespannt wird. Über Tag haben wir das weg. Da hinten haben wir Wäsche, hier haben wir Koffer und ja, ist im Moment alles sehr provisorisch, aber es geht. Man kann auch so leben. Da werden sich einige in Deutschland und in der Schweiz umgucken. Ja, Schnucki ist am Räumen. Er dachte, der Container fährt heute los. Nein, er ist heute da. Ja, hat sie. Ich habe schon gegessen, ja. Ja. So, so wird hier durchgefegt. Die sind ganz weich. Prima. Ja, meine Lieben, gleich wird er kommen. Wie gesagt, die Vorhut ist ja schon da, die Möbelpacker. Das sind einige. Die haben wir erstmal mit Kaffee und Wasser versorgt. Ja, und jetzt warten die dann. Ich denke mal, die werden gleich los müssen, vorne die eine Leitung hochheben, weil das ist garantiert zu tief. Aber da müssen die sich drum kümmern. Wir haben fast 8000 Euro jetzt dafür bezahlt. Dann möchte ich auch bitte Service haben. Das steht uns dann auch zu. In Deutschland war alles okay und ich muss sagen, hier in Thailand, die Firma Bona oder Bonma ist das, da hat auch bis jetzt alles gut funktioniert. Ich klopfe mal auf Holz, toi toi toi, dass es so weitergeht. Ja, noch ein kurzer Nachtrag, die haben ja richtig Glück heute. Die brauchen die Pakete nur abzustellen, nicht auszupacken, nicht einzuräumen, die Schränke. Das ist alles in Glut, im Preis drin gewesen, aber unser Haus ist nicht fertig, also müssen wir die Pakete einfach so hier lassen. Schauen wir mal. Ja, hier ist auch alles leergeräumt. Das sind diese Jalousien, die man zumachen kann. Hier passt also auch noch einiges hin. Es ist gut verpackt von Deutschland aus, das weiß ich. Ja, schauen wir mal weiter. Da kommt er, begleitet von 2 Mann, die gucken, dass alles glatt geht. Voll bis unter die Decke. In Deutschland hat man es gar nicht mehr so gesehen, weil es schon dunkel war. Ja, jetzt geht's hier los. Da sind noch ein paar Mann dazugekommen. Ja, Schwiegermutter wollte es so. Sie hat gesagt, kommt alles hier ins Haus, dass nichts geklaut wird. Ja, viel Spaß. Ja, er hat die Packliste. Da wird wieder jedes Teil genau kontrolliert und abgehakt. Hier steht das Laufband, die Stühle, Waschmaschine, Trockner erstmal. Hier steht schon gut alles voll. Ja, und hier im Wohnzimmer sieht es auch schon gut aus. Und wie gesagt, die Packliste. So, das sind ein paar leere Kartons, die waren zum Verstauen. Leer. So, die waren ganz schön fleißig. Er will jetzt aufgemacht haben, das eine, okay. So, hätte ich nicht gedacht, dass der so um die engen Kurven kommt. Aber die haben hier auch einen kleineren LKW. Die Männer haben was zu trinken bekommen und fahren jetzt los.
Das hat alles super geklappt. Ich konnte immer zeigen, ins Haus, draußen. Bye! So, jetzt fährt er los. Es klappt. Ja, die Firma heißt Bonma. 2O NMA. Hätte nicht gedacht, dass der hier rumkommt. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal.